Herzlich willkommen in meinem Podcast Lebensfreude, Leichtigkeit. Wenn du Narzissmus erlebt hast und das Erlebte aufarbeiten möchtest, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Daniela Kreisig und ich helfe dir dabei, dass du wieder in deine Lebensfreude und in deine eigene Leichtigkeit kommst. Lass dich inspirieren, lass dich stärken, lass dich ermutigen, denn es gibt ein wunderschönes und großartiges Leben, auch nach erlebtem Narzissmus, das nur darauf wartet, dass du es dir holst. Ich freue mich so sehr, dass du da bist und dass du dir die Zeit für dich nimmst. Du fragst dich, ob dein Partner, deine Partnerin Narzisst ist oder Narzisstin. Es gibt eine ganz klare Unterscheidung zwischen Narzissmus und gewalttätigen oder auch ungepflegten Verhalten. Ein wahrer Narzisst will oder versucht durch geschicktes Handeln und durch ein möglichst gepflegtes Erscheinungsbild überlegen zu wirken und dich und andere Menschen zu beeindrucken. Und Manipulationen und Strategien, die sogenannten Red Flags, also roten Flaggen einer narzisstischen Beziehung, die sind ein deutlicher Hinweis auf einen narzisstischen Partner, auf eine narzisstische Partnerin. Und so eine Beziehung folgt einem ganz klar erkennbaren Muster, das sich bei jedem narzisstischen Partner und bei jeder narzisstischen Partnerin wiederholt. Und auch wenn nicht jeder Narzisst oder jede Narzisstin an einer diagnostizierbaren Persönlichkeitsstörung leidet, können diese Menschen, die mit narzisstischen Anteilen, einen großen seelischen Schaden bei anderen Menschen anrichten. Und weißt du, deshalb ist es ganz, ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, dass Narzissmus keine Entschuldigung für manipulatives oder für schädliches oder gemeines oder unfaires Verhalten ist und dass man sich aus solchen Beziehungen lösen sollte. Und es ist sehr erschreckend, wie viele Menschen wirklich sich in toxischen, narzisstischen Beziehungen befinden. Beziehungen, die von Manipulationen und von Lügen wirklich geprägt sind. Und der verdeckte Narzisst oder die verdeckte Narzisstin ist dabei ganz, ganz besonders heimtückisch, denn diese Menschen tarnen ihr toxisches Verhalten und agieren sehr im Verborgenen. Das heißt, diese Menschen nutzen ihre Schauspielkunst, um dich zu täuschen, damit sie ihre eigenen Bedürfnisse auf Kosten deiner Gefühle befriedigen können. Und dabei sind diese Menschen wirkliche Meister darin, dich in ihren Bann zu ziehen und deine Gedanken vor allem zu kontrollieren. Und der Ablauf einer solchen Beziehung ist ganz, ganz oft vorhersehbar, aber trotzdem unglaublich schmerzhaft. Und zwar wird zunächst die narzisstische Person dich mit Komplimenten überschütten und dir das Gefühl geben, dass ihr perfekt zusammenpasst. Du denkst, endlich habe ich die Person gefunden, auf die ich mein ganzes Leben gewartet habe. Doch weißt du, alles das ist ein Teil eines perfiden Spiels, um dich in seine, in ihre Falle zu locken. Du wirst bald emotional abhängig von der Person sein. Denn sein oder ihr Charme, seine, ihre Lügen werden dich blenden, auf Deutsch gesagt. Weil sobald er dich erstmal oder sie in seiner, ihrer Hand hat, wird die narzisstische Person dich emotional erpressen und dich kontrollieren. Und das Lovebombing wird in Zukunft in ein Faking and Fast Forwarding übergehen, was für dich so viel bedeutet wie: Es ist einfach viel zu schön, um wahr zu sein. Und den Gedanken haben auch ganz viele. Und das ist das, was du empfindest. Und alles das tut die narzisstische Person, um dich weiterhin gefügig zu machen. Du wirst dich in einer Illusion befinden, die auf Lügen und auf Manipulationen aufgebaut ist.
Und deshalb ist es wichtig, dass du die Red Flags einer narzisstischen Beziehung erkennst, damit du dich selbst schützen kannst. Also sei wachsam und achte darauf, wie dein Partner, deine Partnerin dich behandelt. Weil wenn du das Gefühl hast, dass etwas nicht stimmt, vertraue deinem Bauchgefühl und ziehe dich aus dieser toxischen Beziehung zurück. Weil du verdienst es, wirklich von jemandem geliebt und respektiert zu werden, der dich nicht manipuliert und auch der dich nicht kontrolliert. Also lass dich nicht von einem Narzissten, lass dich nicht von einer narzisstischen Person in ihren Bann ziehen und erkenne möglichst schnell, das wünsche ich dir wirklich von Herzen, erkenne möglichst schnell die Wahrheit hinter den Lügen. Das heißt, spüre in dich hinein, höre auf dein Bauchgefühl und wenn du ein ungutes Gefühl hast, dann hat das meistens einen guten Grund. Weil dein Körper sendet dir Signale, die du nicht ignorieren solltest. Und es kann sein, dass du so verzaubert von seiner, von ihrer Liebe, von ihrer Aufmerksamkeit bist, dass du deine eigenen Warnsignale überhörst. Und das ist ein ganz, ganz großer Fehler, denn damit öffnest du der narzisstischen Person Tür und Tor für alle perfiden Manipulationen. Dann bist du ein Spielball in den Händen der narzisstischen Person und zwar ohne es zu merken. Und diese Lovebombing-Phase, die ist übrigens nur der Anfang. Denn bei Zeiten dreht sich das Blatt und die narzisstische Person zeigt ihr wahres Gesicht. Das heißt, dann beginnt die Abwertungs- und Destabilisierungsphase und du wirst dann wirklich das Opfer seiner, ihrer manipulativen Techniken. Das heißt, Push and Pull, Zuckerbrot und Peitsche und all das lässt dich in eine gefährliche Spirale aus Stresshormonen und emotionaler Abhängigkeit geraten. Das heißt, du gleitest langsam aber sicher in ein sogenanntes Trauma-Bonding ab, ohne es zu bemerken. Das heißt, deine Selbstachtung und deine Selbstliebe leiden und du beginnst, dich selbst zu hinterfragen. Aber weißt du bist nicht alleine, denn ganz, ganz viele Menschen haben schon diese Erfahrung gemacht. Und deswegen lade ich dich ein, sei stark, hör auf dein Bauchgefühl, vertraue dir selbst und lass dich nicht von der narzisstischen Person in ihre Fänge ziehen. Es ist Zeit, den Absprung zu schaffen, und zwar bevor es zu spät ist. Und diese Manipulationstechniken und die Manipulationsstrategien werden von manchen narzisstischen Personen gezielt eingesetzt, wirklich, um andere zu kontrollieren und natürlich zu manipulieren. Aber diese Techniken, und das musst du wissen, sind alles andere als harmlos und können bei den Opfern langfristig wirklich starke negative Auswirkungen haben. Und es ist erschreckend und schockierend, wie leichtfertig manche Menschen mit den Gefühlen und dem Wohlbefinden von anderen Menschen umgehen. Und eine dieser Techniken ist das Gaslighting. Und beim Gaslighting, das führt dazu, dass das Opfer an seiner eigenen Wahrnehmung und an seinem Verstand zweifelt. Das ist wirklich ein Versuch, ein perfider Versuch von der narzisstischen Person, das Opfer zu desorientieren und immer wieder die Autonomie des Opfers zu untergraben. Und eine weitere Manipulationstechnik ist das sogenannte Ghosting. Und dabei verschwindet die narzisstische Person einfach. Und du bleibst absolut im Unklaren darüber, wo dein Partner, deine Partnerin ist, was er oder sie macht. Und das ist eine ganz besonders schmerzhafte Art, dich zu quälen und dir vor allem die Kontrolle zu entziehen. Und eine dritte Technik ist die Schweigebehandlung, auch Silent Treatment benannt.
Das ist eine Manipulationstechnik, bei der du als Partner einer narzisstischen Person total ignoriert und wie Luft behandelt wirst. Man nennt das auch eine sogenannte passive Aggression und die soll dich dazu bringen, dass du dich schuldig fühlst und dass du quasi damit um Aufmerksamkeit bettelst. Also nach dem Motto, lass uns doch wieder vertragen, rede doch wieder mit mir, lass uns das klären, lass uns drüber reden. Okay? Und das nächste ist das sogenannte Blame Shifting, die sogenannte Schuldverschiebung. Und dabei macht die narzisstische Person dich für alles verantwortlich, was in eurer Beziehung schiefläuft. Das ist eine Methode, die dich dazu bringen soll, dass du dich klein fühlst, dass du dich minderwertig fühlst und dass du damit in eine Abhängigkeit zur narzisstischen Person kommst. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass du dir bewusst machst, dass diese Techniken und diese Strategien existieren und dass du sie erkennst und dass du dich vor ihnen schützen kannst. Weil wirklich niemand sollte in einer Beziehung oder in einer Freundschaft und auch nicht auf Arbeit, sowas gibt es ja auch im Job, niemand sollte manipuliert und kontrolliert werden. Und eine weitere Manipulationsstrategie ist die Täter-Opfer-Umkehr. Das heißt, die narzisstische Person dreht den Spieß um und gibt den anderen Menschen die Schuld für seine eigenen Fehler. Und egal, was er oder sie vermasselt, er, sie findet immer eine Ausrede oder einen Sündenbock. Das heißt, er oder sie will dich glauben machen, dass du ihm Unrecht tust und dass du mal wieder nicht richtig zugehört hast oder das wieder nicht richtig verstanden hast. Das heißt, die narzisstische Person übernimmt keinerlei Verantwortung für ihr Handeln und macht immer das, was ihr selbst am besten passt. Die narzisstische Person gibt vor, dass sie alles für dich tun würde, aber in Wirklichkeit will sie dich nur kontrollieren und nach ihren Vorstellungen formen. Das heißt, die narzisstische Person akzeptiert nicht, dass du ein eigenständiger Mensch bist, sondern die narzisstische Person, ich sage es jetzt mal hart, versucht dich wie ein Haustier zu dressieren und zu konditionieren. Das heißt, du sollst funktionieren, wie die narzisstische Person es möchte. Und das ist natürlich absolut inakzeptabel und zeigt, dass die narzisstische Person keinen Respekt vor dir und vor deinen Bedürfnissen hat. Und noch eine Manipulationsstrategie ist die sogenannte Isolation. Das heißt, er manipuliert dich gezielt und isoliert dich von deinen Freunden und von deiner Familie. Die narzisstische Person redet schlecht über alle, die dir nahestehen, damit du dich von ihnen fernhältst. Und damit versucht die narzisstische Person, dich unter ihrer Kontrolle zu halten. Und dabei werden Geschichten und Situationen erfunden, um dich zu verunsichern und um dir das Gefühl zu geben, dass die einzige Person, der du vertrauen kannst, ist die narzisstische Person. Und zusätzlich trianguliert er, indem er oder sie eine dritte Person ins Spiel bringt, um dich zum Beispiel eifersüchtig zu machen und dich dahingehend weiter zu verunsichern. Das heißt, du fühlst dich hilflos und verloren in dieser ganzen Manipulationsspirale. Deine negativen Gefühle nehmen zu und irgendwann kommst du an den Punkt, wo du gar nicht mehr weißt, was und wem du glauben sollst. Und obwohl du spürst in dir, dass etwas hier gar nicht stimmt, gibst du der narzisstischen Person immer wieder die Chance, weil du hoffst, dass er oder sie sich ändern wird. Aber in Wahrheit weißt du, dass er dich kontrolliert, dass sie dir schadet. Und wie gesagt, es ist wichtig, dass du dich aus so einer toxischen Beziehung befreist und dass du dir Unterstützung suchst, um wieder zu einem gesunden und glücklichen Leben zurückzufinden. Und die Unterstützung gibt es, zum Beispiel bei mir. Okay, ich hoffe, diese Folge hat dir einige neue Erkenntnisse gebracht und wenn ja, dann freue ich mich sehr über dein Like, über deinen Kommentar und wenn du jemanden kennst, für den diese Folge vielleicht hilfreich sein könnte, dann leite die Folge gern weiter, teile sie in Social Media und überall, wo du bist
Und wenn du an dir arbeiten und den erlebten Narzissmus überwinden möchtest, wenn du wieder mehr Lebensfreude haben möchtest, dann geh jetzt auf meine Website danielakreisig.de und buch dir gern eine Coaching-Light-Session zum Beispiel zum Einstieg oder wenn du an einer längeren Zusammenarbeit über 3 Monate zum Beispiel interessiert bist, buch dir gerne ein Kennenlerngespräch. Jetzt sage ich danke, danke, dass du mir deine Zeit geschenkt hast, mir zugehört hast und ich freue mich sehr, wenn wir uns in einem meiner Programme oder im Coaching oder vielleicht in der nächsten Folge wieder hören oder wiedersehen. Bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe und ja, bis bald, deine Daniela. Tschüss.